Hallo liebe Tierfreunde, ich bin hier in der Hundeauffangstation Team für Tiere e.V. in Essen. Bei mir ist gleich die Rahel Schröder, sie ist Vorsitzende und Leiterin der Auffangstation. Und mit ihr zusammen präsentieren wir euch richtig süße Hunde, die ein schönes Zuhause suchen. Hallo Herr Neumann, was ist Herr Neumann für eine Rasse? Der Herr Neumann ist ein Kangal-Mischling. Er kommt auch ursprünglich aus der Türkei, ist von dort aus vermittelt worden, das muss jetzt knapp 3 Jahre her sein. Und er ist dann vor 2 Jahren bei uns abgegeben worden. Seit 2 Jahren wohnt er schon bei euch? Er wohnt schon seit 2 Jahren bei uns. Mit Unterbrechung, er war einmal für wenige Wochen vermittelt, die sind aber dann doch nicht mit seinem Charakter zurechtgekommen. Mhm. Er ist typisch Herdenschutzhund, er ist stur. Er hat definitiv einen Schutztrieb. Und er hat es auch nicht so mit jedem Menschen. Man muss bei ihm schon wirklich sehr konsequent und geduldig aber auch sein. Und, was wäre denn das optimale Zuhause für ihn? Meinst du vielleicht auch einen Bauernhof? Also so ein Hof, wo er irgendwas bewachen kann, wäre mit Sicherheit toll. Leute mit Herdenschutzhunderfahrung wären super. Ansonsten ist er wirklich ein sehr, sehr genügsamer Hund. Er geht gerne spazieren, er ist aber kein Marathonläufer. Er kommt mit den meisten Hunden zurecht, die einem entgegenkommen. Es gibt da mal welche, die er nicht mag, aber das hat ja fast jeder Rüde. Der Herr Neumann ist ein sehr genügsamer Hund, irgendwie einen Platz im Garten, wo er zwischendurch mal ein bisschen bewachen darf. Er würde sich sehr darüber freuen, ein paar Spaziergänge am Tag. Er ist aber für seine Größe nicht der sportlichste, also er ist mit wenig zufrieden. Wie alt ist er jetzt? Er ist circa 4 Jahre alt. 4 Jahre alt und 2 Jahre davon schon im Tierheim. Wie ist das denn mit anderen Hunden und oder Katzen und auch Kindern vielleicht? Also er ist, Katzen wissen wir nicht genau, er ist mit Hunden bedingt verträglich, manche mag er, manche eben nicht. In seinem Zuhause wäre er mit Sicherheit mit einer anderen Hündin kein Problem, ein Rüde sollte vielleicht nicht dabei sein. Kinder sollten in seinem Haushalt auf gar keinen Fall sein, weil dafür ist er einfach zu ungestüm, zu groß und zu dickköpfig und versucht halt auch seinen Dickkopf durchzusetzen. Also wäre natürlich die ideale Familie wahrscheinlich für ihn eine mit ganz viel Platz, einem großen Garten, vielleicht sogar einem Bauernhof, wo er was bewachen kann. Keine Kinder, Katzen, muss man ausprobieren, aber auf einem großen Gelände laufen die sich eh nicht die ganze Zeit über den Weg. Aber ansonsten ist er ein sehr, sehr freundlicher Familienhund, der einfach noch eine etwas strengere Hand braucht und ein bisschen Gewöhnung an den Menschen. Wer Interesse an einem unserer Schützlinge hat, kann Kontakt zu uns aufnehmen, am besten unter unserer Homepage www.teamfuertiere.de. Dort sind alle Kontaktdaten. Wir sind täglich von 10 bis 14 Uhr in der Station. In den Öffnungszeiten kann man auch einfach vorbeikommen. Unsere Hunde sind altersentsprechend alle geimpft, geschippt, kastriert. Wenn sie aus dem Ausland kommen, auf Reisekrankheiten getestet. Wir nehmen lediglich eine Schutzgebühr von 300 € für unsere Hunde. Wir freuen uns auf euren Besuch. Kommt einfach mal vorbei.